Mist, wir lassen in einem durchziehen. Knack. Es hörte sich interessant an. Es hörte sich eher, als wenn du hier gegengeschlagen hast. Oh, ich habe eine Buchse gefunden. Wir machen erstmal weiter. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich leider nicht ganz so erfreuliche Nachrichten für alle, die sich für meine RS4-Limo interessieren. Und zwar habt ihr eben gerade bereits gesehen, es gab, als wir den Motor zusammengebaut haben bei Björn, eine Szene beim Anziehen, die nicht ganz so gut klang. Leider hatten wir damals schon ein bisschen Termindruck, weil Björn weg musste und konnten nicht alles zerlegen. Deswegen habe ich Motor erstmal eingebaut und so weiter. Nun war das Problem, Limo, erste Mal gestartet mit dem gebuchsten Motor. Direkt Peilstab gezogen, Kühlwasser im Öl. Das heißt, da hat irgendwas nicht funktioniert. Also direkt Öl abgelassen, Öl war komplett voller Wasser. Heißt, Game Over, hat nicht funktioniert mit den Buchsen. Ja, schöne Scheiße. Das Ganze ist ungefähr vor einer Woche passiert. Wir haben heute Freitag. Nächste Woche, Mittwoch früh, geht's los zum Wörthersee. Eigentlich, wir waren in der Zwischenzeit schon bei Björn, haben den Motor wieder zerlegt, haben die Ursache noch nicht gefunden. Es sind nicht die Buchsen, die abgesackt sind, sondern der ganze Block ist nach außen hin am mittleren Zylinder abgesackt. Das heißt, der Block an sich und die Buchsen sind kerzengerade, nur in der Mitte ist der Block nach hinten hin abgesackt. Wir vermuten, dass er unter den Buchsen irgendwo gebrochen ist und haben als grobe Prognose, dass wir einen Fehler gemacht haben mit dem Kupferring oben und dieser einfach so weit noch rausstand, dass wir beim Anziehen einfach so eine hohe Vorspannung erzeugt haben, dass wir den Block kaputt gebrochen haben. So ist der aktuelle Stand. Plan war eigentlich, dass Björn mir rechtzeitig einen neuen Block fertig macht. Das heißt, einfach nur einen Serienblock auf mein Maß bohren und komplett mein ganzes Zeug dort einbauen, dass ich den identischen Motor habe, wie ich letztes Jahr gefahren bin. Hat jetzt allerdings kurzfristig zeitlich nicht funktioniert, weil er noch nicht alle Maschinen am Laufen hat, im Stress ist, Umzug, keine Mitarbeiter und. Somit musste ich jetzt leider selber aktiv werden, weil ich mit dem Auto unbedingt zum Wörthersee will. Das Auto war seit Jahren jedes Jahr beim Wörthersee. Ich genieße da wirklich die Zeit, einfach immer extrem mit dem Auto einfach mal eine Woche lang durch die Gegend zu fahren. Und deswegen musste eine Lösung her, was wir jetzt für den Wörthersee machen. Somit habe ich gestern Abend, Donnerstag, einen kompletten RS4-Motor zerlegt, den ich noch auf Lager stehen hatte. Und ich habe mich entschieden, ich baue extra für den Wörthersee schnell einen, ich sag jetzt mal, Reserveblock zusammen. Und auf diesen Block kommen anschließend alle Teile von mir. Das heißt, eigentlich ist die komplette Technik wie vorher, nur es ist kein 3-Liter-Block, sondern ist nur ein 2,7er-Block mit Originalkolben. Dazu seht ihr aber später mehr im Video. Ja, an dieser Stelle nochmal, sorry, dass das mit dem gebüchsten Block erstmal nicht geklappt hat. Also was heißt sorry, eigentlich braucht man sich da nicht für entschuldigen, weil jeder weiß, Entwicklung, Testen, Machen, Tun ist halt immer ein bisschen risikoreich. Werden sich bestimmt auch einige jetzt dran erfreuen, dass es nicht funktioniert hat und kaputt gegangen ist. Werden bestimmt einige sagen, war ja klar, dass kaputt geht. Ist halt so, mir und Björn ist es egal. Das Einzige, was mich an der Stelle halt ärgert, ist, dass es wieder so knapp von Wörthersee war, dass es jetzt halt wieder in so richtig, richtig Stress ausartet. Weil, wir haben jetzt keine, beziehungsweise knapp über 72 Stunden noch. Das wird eine enge Sache. Wobei ist das überhaupt richtig? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, 96 Stunden eigentlich noch. Problem ist, meine ganzen Teile liegen noch bei Björn. Das heißt, als nächstes geht es weiter. Heute Abend fahre ich nach Dortmund, hole alle Sachen. Gestern habe ich schon den RS4-Motor zerlegt, das seht ihr gleich im Video. Und dann geht es am Samstag direkt weiter mit Motorzusammenbau. Und ab dem Zeitpunkt bleiben dann gerade noch mal 3 Tage, Sonntag, Montag, Dienstag.
Ja, natürlich werden wir noch Videos zu dem kaputten Block drehen. Das war jetzt zeitlich einfach gar nicht mehr drin, weil ihr müsst das immer so sehen, wenn wir ein Video machen, dauert das Ganze immer mindestens dreimal so lange, wie wenn ich wirklich einfach mal nur schraube. Somit war keine Zeit, den alten Motor auch noch zu begutachten, zu zerlegen und. Das machen wir aber definitiv nach dem See in Ruhe, wenn es auch an den neuen Motor geht. Der neue Motor ist natürlich jetzt schon in der Mache. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir auf Buchsen gehen oder ob wir jetzt erstmal schnell den eigentlichen Race-Motor fertig bauen und einfach die Bohrung verringern und so ein bisschen mehr Wandstärke erzeugen. Aber an dieser Stelle erstmal so viel zum Thema 3 Liter gebüchsten Block. Viel Arbeit umsonst. Vielleicht haben wir es selber kaputt gemacht. Man weiß es nicht. Aber jetzt muss ich erstmal einen neuen Motor bauen, weil Limo muss einfach am See stehen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich in der Zwischenzeit den RS4 Motor schon mal so weit zerlegt. Ist immer so ein bisschen so eine Sauerei, so einen Motor zu zerlegen. Jetzt ist er aber soweit vorbereitet, ist schon komplett gereinigt. Ich habe ein bisschen schon die Dichtflächen fertig gemacht und so weiter, dass wir ihn jetzt wieder zusammenbauen können. Ja, es ist Samstagmittag, kurz vorm See. Gestern Abend bin ich zu Björn gefahren, habe dort all meine Teile abgeholt, weil unser Plan ist es ja, auf diesem Block alle Komponenten von meiner eigentlichen Technik zu bauen. Das lag halt dummerweise alles noch bei Björn. Somit gestern Abend das Zeug abgeholt, jetzt frisch wieder hier. Mit Björn noch ein bisschen gesprochen, was wir hier am besten machen. Aber das gehen wir Schritt um Schritt im Video durch. Wir lassen auf jeden Fall Kolbenringe, Kolben, Pleuellager alt, weil das sieht alles noch extrem gut aus und jetzt in Kürze der Zeit können wir eh nichts ändern. Das heißt, es bleiben die originalen RS4 Sputterlager drin, die originalen Kolbenringe, Kolben bleibt original, wir tauschen nur die Pleu und dann kommt das Ganze auch wieder rein. Kolben waren einmal im Ultraschallbad und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Als allererstes fangen wir jetzt an und ersetzen die Hauptlagerschrauben gegen unsere hochfesten Pro Series Bolzen. Das ist nämlich definitiv ein Schwachpunkt an den RS4 Blöcken, dass diese Schrauben sollte man auf jeden Fall tauschen. Ich persönlich fahre ja in meinem Block eigentlich auch andere Hauptlagerböcke. Diese sind aber auch schon gefräst aus einem hochfesten Stahl. Deswegen sagt Björn, komm, lass das alles so, sonst hätten wir nämlich die Lagergasse auch wieder bohren müssen. Dann wären wir wieder bei dem Thema Zeit. Deswegen einfach nur Schrauben tauschen, Kolben, Pleuel rein, Abfahrt. Bitte entschuldigt, wenn es ein bisschen lauter ist. Die Jungs sind gerade noch dabei, die letzten Schritte am Golf fertig zu machen. Der soll nämlich in ein paar Tagen auch mit zum See. Aber jetzt genug gequatscht, wir tauschen erstmal die Schrauben. Björn hat gesagt, wir sollen immer eine Schraube rausdrehen, Bolzen rein, anziehen, nächste Schraube. Am Ende nochmal einmal alle abklacken, dass auch alles passt. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Marius, eigentlich brauche ich dich wieder zum Finger dreckig machen gerade. Ja. Da war immer noch kein Pinsel haben. Doch, aber. Hammer! Nein, krieg ich allein hin. Ich wollte dich nur gerade ärgern.
gegen 130 Newton. Das ist natürlich auch der passende Drehmomentschlüssel für 130 Newton hier. Weil, kann nämlich nur 100. Also wieder zurück. Von Philipp die Klemmschellen, die hat er nicht genannt. Liegt hier irgendwo. Die sind aber 6,5. Die werden zu klein sein. Nee, wir haben noch andere bei. Ich habe alle Größen geholt. Hier. So, Nummer uno. Das gleiche machen wir jetzt mit allen weiteren 15 Schrauben und dann geht's weiter. So, wir haben die Bolzen getauscht. Ist ein bisschen nervig, jeden einzelnen Bolzen zu tauschen, hat aber trotzdem geklappt. Jetzt die große Frage. Welle dreht sich noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also scheint die Variante geklappt zu haben. So, als nächstes umdrehen und Kolbenplau rein. Mario, jetzt nehme ich einfach das VR6 Spannband von Björn, nur dass ich es diesmal andersrum einfach nehme, dann ist es wieder gerade. Warte. Alter, ist das ein Fuchs. Das geht doch schon wieder als Sahara-Trick. Baut Björn eigentlich seitdem keine Motoren mehr oder hat er, das ist hat er noch eins? Nee, nur keine VR6 Motoren mehr. Über die Börlanger Schale. Wie schön das geht bei geraden Buchsen. So, das war einer von sechs. Bei dem V6 ist es leider so, die stehen sich so dermaßen im Weg da unten immer. Da muss man leider wirklich immer einmal reinstecken, umdrehen, festziehen. Jetzt muss die Lagerschale wieder rein. Die muss so rum. Ein bisschen Öl. So, hier ist jetzt ein großer Unterschied zwischen meinem 3 Liter Motor und diesem Motor. Die Ploy, die Björn fertigt, sind anders gefertigt und die haben 3/8 Zoll Schrauben. Wir haben jetzt nur 5/16 Zoll Schrauben, die sind deutlich kleiner. Das heißt, es ist umso wichtiger, hier vernünftige Schrauben zu nehmen.
weil einfach mehr Kraft auf den Schrauben ist pro Fläche. Deswegen braucht man auf jeden Fall eine gute Schraube. Wir nehmen hier auch diese Pro Series Schrauben, die fahren wir sonst in 3 Achtel auch. Deswegen jetzt in 5 Sechzehntel auf jeden Fall auch zur Sicherheit lieber rein. Weil Björn sagte, ich darf auf diesem Motor auch ordentlich Drehzahl geben. Wenn wir jetzt nur 7000 drehen würden, dann wäre das kein Problem. Ja, wir würden aber gerne mehr drehen. Somit lieber die guten Schrauben rein. Auch da wieder, jetzt muss Marius sich wieder die Finger dreckig machen, nicht? Ordentlich Fett unter den Kopf. Selbst wenn Björn die Drehzahlfreigabe nicht gegeben hätte, wäre es nun trotzdem immer gedreht. Nee, er sagte wirklich, ich soll einfach Software so lassen, wie es ist. Es gibt wohl eigentlich noch keinen, der einen RS4-Kolben mal kaputt bekommen hat. Okay. Man sieht auch den großen Unterschied. Die 3/8 Zoll Schrauben ziehen wir immer mit 82 Newton an. Die hier kriegen nur 42 Newton. Da sieht man mal, wie krass dann doch der Unterschied vom Gewinde ist. Umgerechnet in Millimeter kann man Pi mal Daumen sagen, 3/8 Zoll sind ungefähr 10 mm M10 und 7/8 ist eher eine Mischung aus M7 und M8. So, 42 Newton. 40 und 42. Zack, Nummer 1 sitzt. Jetzt folgen die letzten 5. So, alle 6 Kolbenpleuel sind drin. Jetzt geht's wie üblich weiter mit Köpfen drauf. Ich zeige euch an der Stelle nochmal, wie gut der Motor eigentlich noch ist. Ich bin selber noch begeistert dafür, dass er nicht durchgehohnt ist. Und ich glaube 200.000 Kilometer runter hatte laut Vorbesitzer. Ist der wirklich vom hohen Schliff her noch richtig, richtig schön. Da sagte selbst Björn, nee, lass uns den lieber lassen, wie er ist. So, jetzt drehe ich immer alle Zylinder ungefähr so, dass keiner in Gefahr ist, und dann können wir die Köpfe drauf machen. Bei den Köpfen kommt jetzt kleine Besonderheit. RS4 Motor, serienmäßig 9:0:1 verdichtet. Ich bin vorher ungefähr 8:0 gefahren, beziehungsweise ein bisschen höher, 8:3. Deswegen nehmen wir jetzt nicht eine normale Kopfdichtung, sondern nehmen eine, die einen Millimeter dicker ist. Da bin ich ungefähr von der Verdichtung her wieder, wo wir sein müssten. Gebe jetzt auch die Variante, wir könnten einfach 2 originale Kopfdichtungen aufeinander machen. Mhm. Den Trick gibt es auch noch. Aber es gibt im Internet zum Glück welche mit 2,2 mm, deswegen drauf und Abfahrt. So, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil Turbolader, Krümmer noch alles am Kopf dran. Das geht richtig gut bestimmt. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Einmal drehen. Warte mal, einmal nochmal so halten. Ich muss diesen einen Flusen hier wegmachen. Kannst du doch? Ich habe nur überlegt, ob du dich von den 3 Kolben noch verabschiedest irgendwie oder so. Oder? Nee. Die sehen wir ja nochmal wieder. Stimmt, die sehen wir nochmal wieder. Zack. So, festhalten. Ja. Irgendein Bolzen steckt auf jeden Fall noch drin. Hier.
Achtung, jetzt musst du mir einen schlanken Koma einziehen. Ich habe kurz Verlängerung vielleicht haben. Immer noch nicht. Jetzt kommt er. Jetzt. Das wird der erste Hochdrehzahl 2,7er. Ja. Eigentlich schon echt behindert, dass alles so viel Wörter sehen wir nochmal. Aber eigentlich bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, wie das Ganze als 2,7er fährt, weil Björn spielt ja schon lange mit dem Gedanken, das als 2,7er zu bauen. Weil theoretisch könntest du dann nämlich noch höher drehen. Nicht, dass da meine Luft die ganze Saison drin bleibt. Nee. Zack. So, pass auf, jetzt drehen wir nur zwei Mutter drauf. Dass er nicht mehr weg kann. Zwei Mutis. Unser Pinsel. Weil, wir haben uns nämlich überlegt, wir machen Folgendes. Das Problem ist, die Nockenwellen sind so krass, dass wir uns nicht sicher sind, wenn die in Frühstellung gehen, ob wir genug Platz zum Kolben haben. Ja. Deswegen stecken wir jetzt einfach nur mal handfest die Köppe drauf. Mhm. Ich lege einen Zahnriemen auf. Ich bringe die Spanner in Frühstellung und guckst, ob du durchdrehen kannst. Dann drehe ich ein paar einmal durch und gucke, was passiert. Weil, wenn ich in der Nüchte durchdrehen kann, dann dickere Kopfdichtung. Ich habe zum Glück eine, die ist noch einen halben Millimeter dicker. Ah, okay. Und sonst gibt es halt immer noch die nächste Variante, ist dann auf diese hier noch eine Kopfdichtung drauf. Mhm. Ey, du musst erst. Was denn? So, also. Und wie rum willst du drehen? Nee, so rum. Also. Da ist der Pin. So, das war's an dieser Stelle mit. Er ist 4 Limo bis zum Wörthersee. Wir haben keine 72 Stunden mehr. Muss jetzt ein bisschen Gas geben. Das Film hält dann am Ende doch immer ein bisschen auf. Deswegen jetzt gibt es erstmal nur noch ein bisschen Zeitraffer aus der Standkamera. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall vorm See noch ein Update. Und wir hoffen alle, dass das Auto am See ist. Davon gehen wir aus. Es wird sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.